Hallo, Tristan hier, euer 1000 gute Gründe Gärtner. Wir hatten ja schon in den letzten Tagen mal eine Grünpflanze und hier kommt die nächste. Und zwar die Calathea, die Korbmarante. Jetzt fragt sich jeder, okay, Korb, Marante, wo genau, ne? Wie hängt das zusammen? Hängt tatsächlich damit zusammen, dass damals schon die Urvölker im Regenwald sich gedacht haben, boah, die machen ja so geile Blätter, die benutzen wir dafür, um Körbe zu flechten. Also hier wurden, ich habe keine Ahnung, wie sowas geht, wirklich null. Ich kann nichts flechten, gar nichts. Wie die Blätter jetzt zusammen zu einem Korb werden, habe ich auch null Idee, aber sehen geil aus. Somit habe ich die heute mal mit in der Vorstellung hier. Ja, es gibt davon tatsächlich fast 300 Arten. Ihr werdet es ahnen, ich habe sie nicht alle mit dabei. Nein, ich habe hier mal so einen kleinen Auszug mit. Aber ihr seht, es geht sich tatsächlich um Blattschmuck. Ganz toll gemusterte Blätter mit unten hier so einem lila Schimmer. Hier ganz kräftig so ein Violett-Purpur-Schimmer. Also ein super Hingucker. Gibt es auch in sämtlichen Größen. Ich habe jetzt hier mal so ein paar kleinere und das ist jetzt hier schon so der etwas größere Brummer. Die gibt es durchaus auch noch in ganz groß. Da ist also dann auch für jeden was dabei. Ja, jetzt ist wie bei so vielen grünen Pflanzen natürlich wieder die Frage, wo kommen sie her? Regenwald haben wir gerade schon irgendwie angerissen. Wie stelle ich die zu Hause hin? Keine direkte Mittagssonne. Feuchtigkeit ja, aber auch nicht zu viel. Gerne einsprühen. Regenwald sagt es ja schon, Regenwasser. Also nicht jetzt hier, oh, Oma Trine hat so viel Kalk im Wasser, da sind schon fast Steine drin. Das Wasser nehmen wir auf keinen Fall, weil da sind dann schon so viele Nährsalze mit drin, da fügt ja der Pflanze nur Stress zu, das brauchen wir also auf gar keinen Fall. Nehmt Regenwasser, einen Grünpflanzendünger so alle 2 bis 3 Wochen in der Wachstumsphase, also sprich April, September, Oktober, da ist dann irgendwann auch Ende. Kein Südfenster, dennoch ein heller Standort, dann seid ihr da sicher unterwegs. Sowas kann man auch durchaus mal umpflanzen. Das soll ja nicht immer so klein bleiben. Jetzt pflegt ihr die jetzt hier 1, 2 Jahre weiter, dann ist sie mit Sicherheit doppelt so groß, hat noch mehr Blätter. Dann muss irgendwann mal so nach 2, 3 Jahren ein neuer Topf her. Ist nicht das Problem. Jetzt ist aber dann die Frage, substratmäßig leben die in einem Substrat, was sehr durchlässig ist. Weil wenn es jetzt immer nur regnet von oben im Regenwald und unten habt ihr einen schweren Lehmboden, hätten wir ein Meer irgendwann. Brauchen wir ja auch nicht. Also die haben eigentlich immer einen lockeren Boden. Wenn ihr sowas jetzt umtopft, könnt ihr euch da behelfen. Ich habe jetzt hier einmal normales Substrat, normale Blumenerde. Die ist zwar relativ grob, da sind auch Fasern drin, die ist auch durchlässig. Aber um da auf Nummer sicher zu gehen, könnt ihr entweder einfach im Park ein paar Kieselsteine klauen oder in der Sandgrube ein bisschen Sand rausholen, mischt sowas mit da ein. Oder ihr seid so blumenaffin, habt je nachdem eine Anzuchterde. Das ist jetzt eine Erde, da ist gar kein Dünger drin, aber hier diese weißen Perlite-Steinchen, die ist ganz, ganz, ich möchte fast sagen, flauschig. Also die ist ganz weich, ganz durchlässig. Die könnt ihr dann auch hier mit einmischen. Macht ruhig so einen Teil Anzuchterde, einen Teil diese normale Blumenerde und einen Teil Kieselsteine. Dann habt ihr echt ein ganz lockeres, weiches Substrat, wo die super einwurzeln kann. Und dann geht es der da auf jeden Fall gut. Da wir jetzt eine Erde genommen haben, die nicht so viel Nährstoffe hat, wie gesagt, so alle drei Wochen mal mit so einem Dünger nachhelfen, dass sie auch gut versorgt ist. Und dann werdet ihr da ganz lange Freude dran haben. Eine Besonderheit, deswegen heißt sie unter anderem im Englischen auch Living Plant. Es gibt Sorten, wenn es dunkel wird, rollen die Blätter ein. Wenn ihr das jetzt wirklich regelmäßig beobachten könnt, dann ist das bei eurer Sorte so. Sollte die das eigentlich nicht machen und fängt aber an, die Blätter einzurollen, kann es sein, entweder hier zu nass oder hier viel zu trocken. Die dürfen nicht ganz austrocknen, die sollen also immer feucht sein. In einem anderen Video, könnt ihr gerne ja mal suchen, Alokasie, habe ich da mal einen Trick verraten, wie man sowas feucht halten kann, ohne immer mit der Gießkanne, ohne immer mit dem Finger zu popeln. Da gibt es einen Trick, guckt da gerne mal rein. Also, es gibt Sorten, die rollen ein, es gibt Sorten, die das nicht machen. Wenn sie es machen, ist irgendwas im Argen. Eine weitere Besonderheit, ich guck mal gerade, hier sieht man das ein bisschen. Die haben oben ein Gelenk am Blatt. Also die können ihr Blatt ausrichten, zur Sonne hindrehen. Das ist halt auch so ein Merkmal für Living Plant. Also die ist immer in Bewegung.
Das ist tatsächlich eine Besonderheit hier bei den Korbmaranten und macht das natürlich dann noch mal interessanter, wenn sich wirklich die Blätter den Tag über dann mit der Sonne drehen. Gerade in einem Wintergarten kann man sowas dann richtig gut beobachten. Ja, ich denke mal, ihr habt einen groben Überblick. Ich habe euch grob mal gezeigt, wie man so mit der Erde da umgehen kann. Bewässerungstrick gab es, Sorten haben wir angesprochen. Ich würde sagen, ihr seid jetzt bereit, den Dschungel zu erweitern zu Hause. Und viel Spaß damit. Korbmarante am Start. Tristan raus. Haut rein. Ciao.